Liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich grüße euch. Ich weiß nicht, wie oft du diese Frage hörst, wie oft dir diese Frage gestellt wird. Was darf man bei euch in der Gemeinde als Christ tun und was darf man nicht? Was ist in der Gemeinde erlaubt? Darf man Alkohol trinken oder nicht? Darf man Shisha rauchen? Darf man bei euch Tattoos machen? Darf man bei euch zerrissene Hose tragen? Wenn ja, wie stark darf sie zerrissen sein? Solche und ähnliche Fragen. Und man kann ja noch tausend Fragen stellen. So, wo verläuft die Grenze? Das möchten gerade junge Menschen wissen. Und die Frage an sich ist gar nicht neu. Diese Frage haben schon Leute vor 2000 Jahren gestellt. Also Paulus geht darauf ein und antwortet. Sehr gute Antwort liefert er uns. Daran können wir uns orientieren. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Zunächst einmal können wir sagen, wow, das ist doch eine Antwort. Ich kann ja alles tun. Es ist alles erlaubt. Ja, aber nicht alles baut oder dient zum Guten. Wir sollen diese Fragen nochmal unter drei Kategorien stellen oder drei zusätzliche Fragen. Die erste Frage lautet, bringt es Nutzen meiner Seele, das, was ich tue. Die Seele eines jeden Menschen ist das wertvollste Gut, was ein Mensch besitzt. Die Seele ist ewig. Unsere Seele lebt in einem menschlichen Körper, also in meinem Körper. Gott gab dem Menschen die Verantwortung sowohl für den Leib als auch für die Seele. Jesus selber sagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Die größte und wichtigste Aufgabe für dich persönlich und für mich ist die Sorge um die Seele, nicht um den Körper, obwohl der Körper auch wichtig ist. Die Sorge beginnt mit der Versöhnung mit Jesus Christus durch den Glauben. Dann ist die Hauptaufgabe, Christus ähnlicher zu werden. Wir sollen Christus in unserem Alltag widerspiegeln. Daher soll jede menschliche Haltung von diesem Aspekt bewertet werden. Baut das, was ich mache, meine Seele auf? Werde ich dadurch Christus ähnlicher? Baut es meine Seele auf? Leider stellen sich die meisten Menschen diese Frage gar nicht. Viele stellen sich folgende Frage. Macht es mir Spaß? Habe ich dadurch mehr Ansehen? Aber das ist nicht das, was Christus möchte, sondern stell diese Frage, baut es meine Seele auf? Die zweite Frage, baut es die Seele der anderen Menschen um mich herum auf? Vers 24, niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Die aufrichtige Sorge um die Seele der anderen hilft mir, Gott wohlgefällige Entscheidungen zu treffen. Wenn ich weiß, dass ich durch meine Freiheit, zum Beispiel Glas Wein oder Glas Bier, wenn ich das trinke und jemand ist alkoholabhängig und er kann sich damit nicht beherrschen und er kommt später zum Fall, so werde ich schuldig und handle lieblos, auch Christus gegenüber, für den Christus gestorben ist. Und ich sage, mir ist völlig egal, wie er sich fühlt. Also, die wichtigste Frage, die zweite, baut es die Seele der anderen Menschen um mich herum auf? Wird durch meine Handlung der andere näher zu Christus kommen oder eher Anstoß nehmen? Und die dritte Frage, wird es Gott ehren? Die Ehre Gottes ist der größte Wert in diesem Universum. Gott schuf alles, Menschen, Tiere, komplett das ganze Universum, um seinen Namen zu verherrlichen. Wir lesen in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre.
Gott die Ehre bringen, durch unser Leben, durch unsere Handlungen soll die höchste Priorität eines Christen sein. Gott zu verherrlichen ist das größte Ziel von Jesus gewesen. Während er auf Erden gelebt hat, hat er die Ehre Gottes gesucht, die Ehre seines Vaters. Und deswegen, bevor ich etwas tun kann, kann ich ja Folgendes fragen. Baut es meine Seele auf? Baut es die Seele der anderen Menschen um mich herum? Und wird es Gott ehren? Ich hoffe, diese Fragen helfen dir im Alltag, Dinge zu bewerten. Nochmal zu fragen, ja, was darf ich denn oder was darf ich nicht? Und dann kannst du ja mit Paulus sagen, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. In diesem Sinne, alles, was deine Seele aufbaut, was Christus verherrlicht, tu von ganzem Herzen und leidenschaftlich. Amen.